Herzlich willkommen zurück zu Dark Star One. Tja, wir schauen mal, dass wir Geld machen, ne? Wir brauchen Geld. Schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen. Vom Terminal. Das ist das, was wir eben schon mal machen wollten, wo wir versagt haben. Und dann mal gucken. Zerstöre den Frachter. Nee, das ist eine andere Mission. Ja, aber gut. Machen wir schon. Zerstören wir den Frachter, ne? Frachter an ankommendes Schiff. Bitte, verschonen Sie uns. Wir haben nichts getan. Die armen Menschen waren fast verhungert. Wir konnten die Besatzung doch nicht ihrem Schicksal überlassen, nur weil sie von einem anderen Konzern sind. Sie haben uns bereits zweimal angegriffen und wir haben den Geleitschutz verloren. Wenn Sie uns doch nur helfen könnten, heil in der Handelsstation anzukommen. Wenn ich das mache... Hat der Boss also recht gehabt? Der Grünschnabel zögert noch. Also wenn du es nicht machst, kümmern wir uns drum. Ja gut, für Piraten arbeite ich halt in der Tat nicht. Ich glaube, sowas hatten wir auch schon mal. Dann nehme ich lieber das Piratenkopfgeld mit. Credits verzichtet. Mhm. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt bis zur Station. In der Tat habe ich auf Credits verzichtet, aber ich habe meine Prinzipien. Warum sich aufregen? Es geht doch ohnehin dadurch nicht schneller. Ich habe was gegen Piraten, so ist das nun mal. Auftrag gescheitert. Meinetwegen. Die Frachtdocks sind zurzeit überlastet. Kopf gilt hier ganz selten, also mehr geht hier wahrscheinlich nicht. Dafür werden wir auch öfter angegriffen, ne? Im Rebellensystem von Piraten eben. Achtung Bodenpersonal, 600 Tonnen Frachter kommt rein. So, das nehmen wir noch. Damit kann man Money machen. Ich komme jetzt. Auf geht's. Bonk.
Da ist wieder einer, der für die Konzerne die Drecksarbeit macht. Zeig dir, was wir mit Konzernen wollen. Schön auf mich zu, ja. Das ist leicht verdientes Geld, ja. Gleich hab ich's! Dein Schiff kaputt. Ab zur Handelsstation. Gucken, was wir als nächstes für Auftrag bekommen noch. Das konnte ich nicht verhindern. Rums. Da hat das Schild gelitten. Hier terranischer Frachter. Halte Position. Bitte beachten Sie, auf dieser Station dürfen Sie kaufen, verkaufen und konsumieren, was Sie wollen. Viel Spaß! 120.000 brauchen wir dafür, ne? Für oder gegen die Rebellen? Ja, wir probieren es mal. Einfach mal gucken. Ich habe ja was gegen Piraten eigentlich, ne? Dort hinten, okay. Hey, pass doch auf! Da ist ein Container. Da sind auch Piraten. Mal sehen, ich fliege da jetzt einfach mal hin. Dann gibt es wahrscheinlich gleich Stress. Aber wenn es gegen Piraten geht, ist ja gut. Den muss man nicht unbedingt gegenfliegen, ne?
Patrouille, ne? Wie es aussieht. Wir sind verraten worden! Los, mach den fertig! Genauso wie eure Kumpel von eben. Geschichte auch schon erledigt. Ne? So, dann bringen wir das Ding zurück, ne? Simple. Ja, ich muss anscheinend einfach auf der Handelsstation landen und dann funktioniert das schon alles, ja. Hat derzeit volle Auftragsbücher. Dies führte schon zu ersten größeren Preissteigerungen. Für den erfolgreichen jährlichen Weltallkalender wird ein Pilot also mindestens 3 möglichst schöne Fotos in diesem System machen. Space-Kalenderschule. Das gucken wir uns mal. Das möchte ich jetzt aber gerne mal wissen hier. Das scheint ja easy zu sein. Schön ruhig. Warum dauert das hier so lange? Kameraposition. Ja. Könnte aber auch richtig Ärger geben. Mal gucken. Militär, so, Piraten oder irgendwas. Hm. Ich fürchte aber, das könnte eventuell an gewissen Positionen Ärger geben. Mal schauen, wie es läuft. Trödelt da vorne nicht so rum! Die Handelsstation möchte Fotos haben, offenbar.
Verstanden. Bin auf dem Weg. Bin gleich soweit. Bestätigt. Terranischer Frachter Ende. Naja, wir gucken mal. Jetzt haben wir da noch eine Kameraposition. Und ich befürchte, das gibt Stress dort. Weil was ist da drüben? Militär. Genau auf diese Entfernung. Na, mal schauen. Noch hinter dem Asteroiden, ja. Gut. Mal gucken mal, was das gibt. Den Asteroiden wollen wir haben. Schönes Foto, weiter. Militärpatrouille an fremdes Schiff. Sie haben soeben einen sicherheitsrelevanten Bereich fotografiert. Löschen Sie sofort die Aufnahmen oder wir werden Ihr Schiff beschlagnahmen. Wir haben hier einen Spion. Haltet ihn auf! Militär ist, glaube ich, nicht so gesund. Aber ich habe hier keine Wahl. Ich habe dich im Visier. Schild Energie auf Null. Achtung, jetzt jagen uns sämtliche Patrouillen hier. Oh, shit. Das war keine gute Idee. Wenn ich das System wechsle, dann ist das fehlgeschlagen wahrscheinlich, ne? Mal sehen. Handelsstation. Sonst machen. Laut meiner Scanner ist die Patrouille auf dem Weg zu uns. Vielleicht abhauen.
Auftrag gescheitert, das war klar. Blöd. Das kann man noch vergessen, sowas. Was ist denn beim automatischen Speichern? Ja, nun. Das macht man halt nicht. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dark Star One. Macht's gut oder besser.